Hat der Betriebsrat eine Mitbestimmung bei der Einführung von ChatGPT? Ja, mit dieser Frage werden wir uns heute beschäftigen. Wenn ihr mehr erfahren wollt zum Thema künstliche Intelligenz, besucht unsere Webinare und Seminare Künstliche Intelligenz Teil 1. Grundsätzlich hat der Betriebsrat ja eine Mitbestimmung bei der Einführung von KI. Aber diesmal lief die Sache etwas anders. Maya, du hast uns eine ganz aktuelle Entscheidung mitgebracht. Richtig, ja, Ariane. Eine Entscheidung oder ein Beschluss des Arbeitsgerichts Hamburg von 16. Januar 2024. Und in diesem Fall musste das Arbeitsgericht darüber entscheiden, ob es richtig war, dass der Arbeitgeber einen Konzernbetriebsrat nicht beteiligt hat bei der Einführung von ChatGPT. Und zwar hat sich es folgendermaßen zugetragen. Ein Konzernbetriebsrat oder ein Betriebsrat wurde bei der Einführung von ChatGPT im Betrieb nicht beteiligt. Des Weiteren hat der Arbeitgeber Richtlinien erlassen, wie ChatGPT denn zu nutzen sei und hat auch hier den Konzernbetriebsrat wieder nicht beteiligt. Der Konzernbetriebsrat klagte daraufhin beim Arbeitsgericht und hat von der Arbeitgeberin verlangt, all das zu unterlassen. Ja, grundsätzlich hat der Betriebsrat ja ein Mitbestimmungsrecht. 87 Absatz 1 Nummer 6 bei der Einführung von technischen Einrichtungen, gerade zum Beispiel zur Leistungs- oder Verhaltensbeurteilung und natürlich das Ordnungsverhalten, die Nummer 1. Aber in diesem Fall hat das Gericht entschieden, dass der Betriebsrat keine Mitbestimmung hat. Was war denn da die Argumentation? Ich finde das jetzt doch recht ungewöhnlich. Richtig. Also letzten Endes, wenn man sich das Warum ansieht, ist es eigentlich verständlich. Es war nämlich in diesem Fall so, dass das Unternehmen nicht selbst einen Unternehmensaccount eingerichtet hat, sondern den Mitarbeitern war lediglich freigestellt, dass sie selbst private Accounts einrichten bei ChatGPT. Und selbst diese privaten Accounts unter eigenem Namen nutzen dürfen. Das bedeutet, es gab weder einen Unternehmensaccount, noch hat der Arbeitgeber einen Unternehmensaccount bei einem externen Anbieter eingekauft. Also stand jedem frei. Ich konnte selbst, so wie ich das vielleicht mit meinem Handy mache, tatsächlich hier zwar über die Computer des Unternehmens, aber das erfolgte über den Webbrowser. Und Frage, kann es denn hier zu einer Leistungs- und Verhaltenskontrolle denn kommen? War nicht der Fall. Warum? Denn das Unternehmen sagte, wir erheben ja selbst gar keine Daten. Das, was ChatGPT macht, mag sein, dass die Daten erheben und verarbeiten, aber auch darauf haben wir ja gar keinen Zugriff als Unternehmen. Das heißt, das ist jetzt ein Sonderfall, wenn ich das so zusammenfassen darf. Normalerweise, wenn der Arbeitgeber einen Unternehmensaccount eingerichtet hätte oder extern einen Unternehmensaccount, dann hätten wir natürlich die Mitbestimmung des Betriebsrates, weil dann eine Leistungs- und Verhaltenskontrolle zumindest möglich erscheint, weil die Daten abgerufen werden können. In diesem speziellen Fall war das im Grunde wirklich der Privataccount war und die Privatentscheidung hatte der Betriebsrat, man kann sagen, ausnahmsweise keine Mitbestimmung. Richtig. Ist das richtig so? Völlig richtig, ausnahmsweise und hier wirklich der Spezialfall. Ich konnte meinen privaten Account auch im Betrieb nutzen und das Unternehmen hatte tatsächlich in keinerlei Art und Weise Zugriff auf irgendwelche Daten und konnte auch bei ChatGPT selbst, war nicht in der Lage, dort Daten zu erfragen, weder welche Mitarbeiter ChatGPT benutzt haben, noch zu welchen Zeiten, noch welche Anfragen in ChatGPT reingestellt wurden. Also tatsächlich war hier eine Leistungs- und Verhaltenskontrolle durch den Arbeitgeber, durch den Betrieb in diesem Fall nicht möglich. Und Ariane, wie du gesagt hast, dieser Fall wäre völlig anders entschieden worden, wenn der Unternehmer selbst einen ChatGPT-Unternehmensaccount, Business-Account eingerichtet hätte oder bei einem externen Anbieter einen Business-Account einrichtet. Denn da könnte er ja die Herausgabe dieser Daten verlangen. Ja, und auch das Ordnungsverhalten, also die Nummer 1, war hier nicht betroffen. Es gab zwar eine Richtlinie, die dann hinterher im Intranet veröffentlicht wurde, aber das Gericht hat gesagt, das war nur auf das Arbeitsverhalten bezogen. Und beim Arbeitsverhalten gibt es keine Mitbestimmung des Betriebsrates. Das ist, wie hat das Gericht, glaube ich, gesagt, das ist wie wenn ich ein neues Arbeitsmittel einführe und ermögliche meinen Arbeitnehmern, dass sie es nutzen oder auch nicht. Und da ist der Betriebsrat eben ausnahmsweise mal nicht zu beteiligen in dieser Situation. Aber ich denke, es wird noch viele Urteile in diesem Bereich geben. Aus diesem Grund, wir freuen uns, bleibt dran, besucht unsere Webinare und Seminare Künstliche Intelligenz Teil 1 und ja, bleibt unserem Kanal treu.